Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute sind wir in der Galeria Kaufhof in Heilbronn und da laufen die Vorbereitungen zur Neueröffnung auf Hochtouren. Am Donnerstag geht's ja los und da wurde einiges investiert, 4 Millionen Euro. Und das gesamte Warenhaus erstrahlt sozusagen in neuem Glanz. Das merkt man natürlich bei der Warenpräsentation hier beispielsweise im Untergeschoss, wo sich sehr, sehr vieles verändert hat. Die gesamten Produkte werden neu arrangiert und neu präsentiert mit sogenannten Metallleitern auf Glasböden und mit dunklem Hintergrund. Also da hat man sich einige Mühe gegeben. Und wir schauen uns heute mal an, was hier alles verändert wurde in diesem Galeria Kaufhof. Und das geht ja auch darum, dass man die Kaufhäuser fit für die Zukunft macht. Und da meinen auch viele, zu Recht natürlich, dass es eine Renaissance der Warenhäuser geben wird, wenn sie wertigere Produkte anbieten, so wie das hier der Fall ist. Und das schauen wir uns jetzt mal in aller Ruhe an. Ja, apropos anschauen, viele schauen sich natürlich auch die Wahlergebnisse noch einmal detailliert an. Ganz interessant, wie da im Nachwahlverfahren der eine oder andere argumentiert, sich die Ergebnisse schön malt oder eben auch gewisse Tendenzen herausliest, die der Wähler so gar nicht gemeint hat. Und die vielen, vielen Wahlhelfer, auch hier in der Region, die da aktiv waren, die wundern sich schon ein bisschen. Jetzt geht es ja um pragmatisches Umsetzen des Resultats und darum, dass das Land weiterkommt und der Wählerwille diesmal auch ausnahmsweise vielleicht 1:1 umgesetzt wird, auch wenn das manchem, auch lokalen Politiker, schwerfällt. Schwerfällt jetzt mittlerweile die Auswahl bei den vielen Schuhen, die man jetzt auch hier umgebaut hat. Die gesamte Schuhabteilung im Erdgeschoss von ursprünglich etwas über 100 Quadratmeter, jetzt bei 400 Quadratmetern und auch mit einer völlig neuen Warenpräsentation und auch mit neuen Produkten. Das kommt auch ein bisschen so dem Credo entgegen, dass man noch mehr Kundschaft aus der gesamten Region anlocken möchte, also auch aus den Bereichen rund um Heilbronn. Und das hat ja auch einen guten Grund, vor allen Dingen hier im Erdgeschoss. Da hat sich auch die Parfümerie etwas verändert und die Schmuckabteilung. 70% der Kunden sind ja Frauen hier und dem wurde dann auch dementsprechend Rechnung getragen. Ja, Rechnung müssen auch die parteipolitischen Verantwortlichen tragen, wenn sie die Ergebnisse analysieren. Das gilt auch für die CDU hier in Heilbronn und ihren Landesvorsitzenden, der ja aus Heilbronn kommt. Mit einer Großstadtpartei hat man nicht mehr viel gemein, denn alle Direktmandate in den Großstädten gingen verloren. Und damit hat sich das fortgesetzt, was man auch schon bei zahlreichen Oberbürgermeisterwahlen festgestellt hat. Hier bestehen Defizite, aber auch schon auf dem Land, wenn man nur Hohenlohe anschaut, im Vergleich zur vorletzten Wahl, hat man 22% verloren. Also da sind die Aussichten längst nicht so rosig, wie das manch einer gerne hätte. Und dementsprechend muss man natürlich auch reagieren, denn eins ist klar, einfach so zur Tagesordnung übergehen kann man nach dieser Wahl ganz sicher nicht. Auf der Tagesordnung, wie man solche Warenhäuser weiterentwickelt, steht natürlich auch, wie man sich der Kundschaft entsprechend ausrichtet. Und nach der Schließung im Wollhaus gibt es auch das ein oder andere, das man jetzt hier findet. Und nicht vergessen darf man natürlich auch, hier Galeria Kaufhof ist das größte Kaufhaus in der Region Heilbronn-Franken und hat auch dementsprechend was zu bieten. Kunden aus der Region sollen nicht nur mit der Produktpräsentation, wie jetzt beispielsweise hier im ersten Obergeschoss, angelockt werden, sondern natürlich auch über Online-Kundschaft und vor allen Dingen bei den verschiedenen Online-Angeboten. Auch da hat sich einiges getan. Es gibt einen eigenen Online-Schalter hier in der Galeria Kaufhof und man kann natürlich hier auch an den verschiedenen Bestellservicepunkten online sozusagen die Produktpalette sich anschauen und natürlich dann auch die Produkte hier direkt im Geschäft ordern und mitnehmen. Also da wird Service und digitales Einkaufen miteinander verbunden. Auch das ist ja natürlich eine Herausforderung für alle Händler, nicht nur hier in der Region. Ja, und eine Herausforderung ist natürlich auch die Umwandlung und die Digitalisierung im Bankgeschäft. Fast kein Tag, wo es neue Meldungen gibt, wenn es um die Optimierung der Filialnetze geht. Und da muss man ja auch ein bisschen aufpassen bei der Gewichtung dort, wo es nur noch einen Mitarbeiter gab und die Schalter vielleicht nur ein paar Stunden geöffnet sind. Da macht tatsächlich so eine kleine Filiale keinen Sinn mehr. Man muss sich da neue Möglichkeiten überlegen, nicht nur beim Online-Banking, auch bei Zusammenlegungen der Banken. Die 0% Zinspolitik macht es nötig. Und eins ist auch klar, auch die gute alte Bankenwelt wird sich verändern. Das muss aber kein Drama sein, denn hier in der Region ist man doch immer noch sehr gut aufgestellt.
Gut aufgestellt ist man auch mit der Produktpalette hier im zweiten Obergeschoss. Und da hat man natürlich auch einiges getan, denn die Stammkundschaft soll erweitert werden. Und man möchte neue Käuferschichten ansprechen, vor allen Dingen im Alterssegment zwischen 25 und 40. Auch natürlich mit den vielen sportlichen Angeboten, die hier in Galeria Kaufhof präsentiert werden. Und das Ganze jetzt vor allen Dingen auch bei den dreitägigen Feierlichkeiten an dieser Neueröffnung inklusive eines Fallschirmsprungs von Eberhard Ginger und zahlreicher Events auf der Bühne mit Radioton, mit vielen, vielen Aktivitäten, um einfach hier auf diese Veränderungen aufmerksam zu machen. Und 4 Millionen Investition, das ist ja auch eine ganze Menge. Einiges verändert hat sich hier auch im dritten Obergeschoss im Restaurant Leonhardt. Und da will man jetzt in ganz neuen Komponenten die Gäste und die Besucher überraschen und überzeugen. Besonderes Kochen, nachhaltig, frische und vor allen Dingen regionale Produkte. Also da wird auf die Waren, die hier direkt aus der Raumschaft kommen, Wert gelegt. Und die werden dann auch hier frisch zubereitet und sozusagen nicht zu Tode gegart. Und das Ganze für die Familie, also auch da ist der Fokus auf die Familie gelegt. Da gibt es besondere Aktionen rund um die Ostertage, um auch hier nochmal die Produkte dementsprechend anzupreisen und auch die Kinder anzulocken. Also hier hat sich wirklich einiges verändert und das kann natürlich der Innenstadt und der Stadtteil Horn insgesamt nur zugute kommen, denn da hat man jetzt einen neuen Anziehungspunkt geschafft mit einer wertigen Adresse. Und jeder, der von Innenstadtbelebung spricht, der muss auch was dafür tun. Da liegt einiges mancherorts noch im Argen. Hier wurde es jetzt umgesetzt. Viel Spaß dabei und besinnliche Ostern. Bis zum nächsten Mal.